Hi, ich bin Anna und ab heute nehme ich euch eine Woche lang mit auf eine digitale Tour durch Saarland. Denn am 16. und 17. November findet hier im Saarland in Saarbrücken der 10. nationale IT-Gipfel statt. Dort diskutieren Größen aus Politik und Wirtschaft die digitale Entwicklung in Deutschland. Aber die Telekom nimmt euch mit hinter die Kulissen. Wir zeigen euch jeden Tag digitale Ideen, die unser Leben einfacher machen. Und wir haben jeden Tag spannende digitale Persönlichkeiten in unserem Elektroauto. Und jetzt geht's los! Ich treffe jetzt eine Spezialistin für Digitalisierung, die dafür verantwortlich ist, dass ich bei der Parkplatzsuche in der Innenstadt nicht mehr verzweifelt ins Lenkrad beiße, weil ich dreimal im Kreis fahren muss und keine freie Lücke finde, sondern dass ich mir meinen Parkplatz ganz easy bestellen kann. Hallo Frau Bronder, ich grüße Sie. Hallo, Tag. Wir dürfen Sie jetzt zu einem wichtigen Termin begleiten. Wo geht's denn hin? Es geht zum DFKI, zum Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken. Und was machen wir da? Da werden wir heute im Zuge zur Vorbereitung des IT-Gipfels eine Parklösung zeigen, die wir gemeinsam mit dem Forschungsinstitut entwickelt haben. Also Sie sind dafür zuständig, dass Parken unter anderem intelligenter wird. Wie darf ich mir das vorstellen? Ja, Parken, erstmal würde ich sagen, Parken mal digitaler wird. Wir haben ja immer noch die Situation in Deutschland, es gibt in Asien ja schon ein paar Städte, die weiter sind, aber in Deutschland, in Europa haben wir die Situation, dass wir Parken noch nicht flächendeckend digital haben. Das heißt, wir werden heute eine Lösung vorstellen, wo man relativ einfach übers Handy, über eine App einen Parkplatz finden kann. Einfach Smartphone nehmen, App installieren. Bei mir ist sie ja schon drauf. Das heißt, ich gebe ein, welchen Zielort ich habe, wo will ich hin. Dann zeigt mir die App automatisch an, die verfügbaren Parkplätze, die ich dort habe. Dann klicke ich an, welchen Parkplatz ich haben will und in diesem Moment ist der Parkplatz für mich reserviert. Den Parkplatz kann ich dann auch noch verlängern, wenn ich zwischendrin noch irgendwas habe, was mich unterbricht oder später kommen lässt. Dann fahre ich auf diesen Parkplatz, dann belege ich den und ich kann direkt auf dem Parkplatz, bevor ich losfahre, dann auch bezahlen. Das heißt, Parkplatz finden, Parkplatz reservieren. Parken und bezahlen. Das kann ich an einem Stück machen, über meine App am Handy Ende zu Ende. Jetzt sehen wir heute, wie das Ganze funktioniert. Für Journalisten vielleicht auch zum ersten Mal, die das genauso erklärt bekommen wie ich und wie die Zuschauer. Wann wird das denn sozusagen marktreif? Wann kann ich denn intelligent parken? Also wir werden jetzt 2017 mit den ersten Städten die Piloten fahren und wir machen das mit kleineren Städten. Wir werden auch hier mit dem Saarland eine Kooperation haben, aber wir werden auch mit großen Städten zusammenarbeiten. Dort werden wir das mal richtig testen. Also da geht es dann auch wirklich um ein paar tausend Parkplätze, weil das muss ja alles auch noch mal in der Fläche draußen getestet werden. Und dann denke ich, mit dem, was wir mit Narrowband-Technologie bringen, werden wir dann nächstes Jahr im zweiten Halbjahr das alle in den Städten erleben können. Da vorne müsste es auch gleich sein, oder? Ja, genau. Schauen wir hier rechts. So, jetzt sind wir schon da. So, und jetzt müsste die Schranke aufgehen. Siehst du? Geht auf. Großartig. Super. Und guck mal, hier gleich der erste Parkplatz rechts. Das ist unser jetzt. Hinter mir läuft die Pressekonferenz jetzt schon zum intelligenten Parken. Dann sehen wir uns jetzt 7 Tage lang bis zum IT-Gipfel. Morgen habe ich einen Möbelhaus-Initiator bei mir, der entwickelt hat, dass man Möbel ganz individuell alleine und online designen kann. Wie das aussieht, erfahrt ihr morgen. Also, ciao!